Punkt 14 Uhr. Ich würde sagen, wir starten. Guten Tag, mein Name ist Alexia Mukrioti. Ich freue mich, Sie zu unserer weiteren Webinarreihe rund um Microsoft-Themen begrüßen zu dürfen. Den Beginn macht heute Otto Förg zu Microsoft Teams. Hallo Otto, auch dich begrüße ich hiermit. Bevor wir jedoch starten, möchte ich ein paar organisatorische Kleinigkeiten anmerken. Sie alle sind während des Vortrages erstmal auf Stumm geschaltet. Sie können jederzeit Ihre Fragen in der Chatbox reinschreiben und uns stellen. Diese werden entweder während des Vortrages beantwortet, sofern es passt, ansonsten im Nachgang in der Fragerunde. In der Fragerunde werde ich die Stummschaltung dann auch für alle aufheben. Sie können dann Ihre Fragen stellen. Dazu bitte ich Sie dann, Ihr Mikrofon selbst zu aktivieren, um dann die Frage zu stellen. Dann übergebe ich hiermit die Präsentation an Otto Förg und freue mich mit Ihnen auf ein spannendes Webinar. So. Ja, wunderbar. Gut, danke, Alexia. Ja, auch grüß Gott von meiner Seite. Also ich bin der Otto Förg und wir wollen heute darüber sprechen, über ein paar Dinge, die man machen kann, um Microsoft Teams im Unternehmen erfolgreich einzuführen und einzusetzen. Ich werde jetzt als erstes meine Kamera ausschalten, aus Gründen der Bandbreite. Und wer sie dann am Schluss wieder dazu gesellen. So. Also, Teams ist ja ein großer Hype um dieses Produkt zurzeit, der natürlich durch die aktuellen Ereignisse um Corona also noch ordentlich Schwung aufgenommen hat. Und bei Teams ist es ja so, wer es schon mal gesehen hat, in Betrieb genommen, ist es schnell, ist ja alles aus der Cloud und so weiter. Auch die ersten Erfolgserlebnisse für die Anwender stellen sich sehr, sehr rasch ein. Es ist unkompliziert, hier zu chatten und Dateien zu teilen. Es sieht hübsch aus, ist ansprechend. Also man kann sofort eigentlich damit loslegen. Der Punkt ist halt der, erfolgreich und nachhaltig definieren wir halt so, wenn es von den Anwendern wirklich auch nach einem halben Jahr noch als nützlich angesehen und akzeptiert wird und vor allen Dingen, wenn die Einführung von so einem System wie Teams auch tatsächlich die Ziele, die das Unternehmen sich hoffentlich gesetzt hat, erreicht haben. Die Tipps, die wir Ihnen geben, sind aus unserer Erfahrung welche, wo wir sagen, wenn man das beachtet alles, dann kommt man auf jeden Fall dem Anspruch wesentlich näher, hier das auch langfristig als erfolgreiches Tool im Unternehmen zu betreiben. Die Auswahl der Tipps ist eine rein subjektive, es sind auch ein bisschen mehr als 10 geworden. Deswegen befürchte ich, dass ich auch geringfügig überziehen werde. Ich konnte mich aber von keinem Tipp trennen. Also ich werde Ihnen das alles bringen. Die Tipps sind aus unterschiedlichen Perspektiven. Es gibt welche, die richten sich an Anwender, welche, die richten sich an Administratoren oder an die Eigentümer von einem Team oder auch an das Management, die Unternehmensleitung. Was wir in dem Webinar jetzt heute nicht machen können, leider, das ist eine umfassende Vorstellung des Produkts Microsoft Teams, weil diese Session hier war ja eigentlich gedacht als Teil der Agenda unserer EDCOM-Nachlese im April, die aus bekannten Gründen leider abgesagt werden musste. Und in der Agenda war das eigentlich so geplant, dass diese Session zwei Keynotes von Microsoft-Leuten vorausgehen, in denen die also in extenso das Produkt vorstellen und auch die Strategie. Also auf das muss ich jetzt verzichten, weil das lässt sich in einer Stunde leider nicht leisten. Ich werde versuchen, mit ein, zwei Screenshots an den Stellen, wo es wichtig ist, die wesentlichen Dinge schnell zu zeigen. Und ansonsten, ich werde auch ein paar Mal live reingehen ins Teams. Also fangen wir an. Was ist jetzt das Teams eigentlich und wozu ist es gut? Wir sehen Teams als Teil einer Strategie für die Einführung eines Digital Workplace, den wir so verstehen, dass wir sagen, das ist der Single Point of Entry wirklich für alles, was ein Benutzer braucht am Tag, um seine Arbeit zu erledigen, also alle Inhalte, alle Dateien, alle Tools, alle Anwendungen und so weiter und so fort. Einfach alles an einem Ort
Hinter dem Ganzen sind dann im Background natürlich diverse Querschnitts-IT-Services für Suche, Directory, Security und so weiter und so fort. Und dann kommen eigentlich dazu die Elemente, die so in diesem Digital Workplace sich finden oder sich betätigen. Es sind in aller Linie erst einmal die Menschen, die damit arbeiten, die möchte ich wirklich als Erste erwähnen. Und was tun die dort? Die haben natürlich zu tun, also entweder mit strukturierten Abläufen, mit Prozessen und so weiter, oder sie arbeiten in Projekten oder sie machen beides. Was sie in dem Kontext dieser Projekte und Prozesse machen, ist natürlich immer, sie arbeiten mit Dateien, Dokumenten, Inhalten, die sie austauschen, teilen, darüber diskutieren, Wissen, Erfahrungen und so weiter ansammeln. Sie verwenden für ihre ganze Tätigkeit natürlich irgendwelche spezifischen Anwendungen. Ja, das sind zunächst einmal die üblichen Productivity-Tools, also in dem Fall das Office, irgendwelche Dinge für CRM, HR und so weiter. Und sie kommunizieren in all diesen. Und auch dazu verwenden sie also die diversesten Möglichkeiten der Kommunikation. Das beginnt also erstmal mit dem persönlichen Gespräch, das ist jetzt hier nicht erwähnt, oder dem Klatsch in der Kaffeeküche. Ansonsten verwenden sie halt die Tools, die man so kennt. Also es fängt an ganz banal mit Telefon und E-Mail. Man macht Online-Meetings, man chattet, man hat vielleicht ein Social Internet oder eine Enterprise-Social-Network-Plattform im Unternehmen, die irgendwelche virtuellen Räume für die Zusammenarbeit bietet. Das ist also ein sehr, sehr breites Spektrum und uns ist klar, dass das hier eine sehr abstrakte High-Level-Betrachtung ist. Der Albtraum von all diesen Dingen ist, dass jedes dieser Elemente und jede dieser Anwendungen, jede dieser Kommunikationsformen, die wir hier haben, in einer komplett geschlossenen, nur für sich selbst existenten Welt existiert und sehr, sehr schlecht mit anderen Dingen verbunden ist und sehr, sehr schlecht in andere Dinge integriert ist. Und das ist aus unserer Sicht eigentlich die wesentliche Leistung, die der Digital Workplace in dem Ganzen bringt, nämlich dass er Kontext schafft und Integration. Kontext heißt, ich tue eben nicht nur eine Datei bearbeiten, sondern ich weiß, diese Datei, die gehört entweder zu einem Vorgang oder zu einem Projekt und so weiter, da habe ich mit Leuten zu tun, mit denen kommuniziere ich auf die eine oder andere Weise. Das ist für uns die wesentliche Leistung von Digital Workplace. Und welche Rolle spielt da jetzt Microsoft Teams? Alles, was hier jetzt blau unterlegt ist, ist wirklich imstande, out of the box diese Dinge über Teams entweder zu leisten oder zumindest zu unterstützen. Es fehlt natürlich an den spezifischen Dingen wie den speziellen Anwendungen für irgendwelche fachlichen Thematiken, aber auch da gibt es ja die Möglichkeit, solche Dinge in gewisser Weise in Teams zu integrieren. Ich möchte jetzt nicht missverstanden werden. Ich setze jetzt hier nicht Teams gleich mit dem Digital Workplace, ja, sondern ich sage nur, aufgrund seiner Fähigkeiten, Kontext und Integration zu bieten und mit diversesten Werkzeugen ausgestattet zu sein, kann Teams eine sehr, sehr zentrale Komponente eines modernen Digital Workplace sein. So, und hängt natürlich sehr davon ab, wie das vom Unternehmen zu Unternehmen ausgestaltet wird, weil all diese Dinge, Projekte, Abläufe, Kommunikationsformen, macht jedes Unternehmen so, wie das Unternehmen glaubt, dass es für es am besten ist. Das heißt also, welche Ziele werden eigentlich mit der Einführung von Teams verfolgt oder angestrebt? Und das ist eigentlich der Übergang schon zu unserem allerersten ganz banalen Tipp, der einfach sagt, machen Sie sich Gedanken, warum und wozu Sie im Unternehmen Teams einführen wollen. Wieso kommt es als erstes? Wenn Sie etwas anderes einführen, zum Beispiel eine Software für die Erfassung von Reisekosten, da weiß jeder im Unternehmen, wofür die gut ist, nämlich Erfassung von Reisekosten. Bei der Einführung von so etwas wie Teams oder auch Slack oder Connections und ähnlichen Dingen weiß man das nicht, weil das sind Kommunikationsplattformen und Kommunikationsverfahren, die kann man für alles und jedes verwenden. Und dieses alles und jedes wird wirklich von jedem Unternehmen anders gemäß der eigenen Bedürfnisse ausgestaltet. Es ist sehr, sehr gefährlich, hier diese Frage nicht oder falsch zu beantworten. Wenn man sie nicht beantwortet, hat man keinen Maßstab, um irgendwann später mal zu beurteilen, ob das Ding überhaupt sinnvoll war, was sie da eingeführt haben, was sie da gemacht haben.
Und wenn Sie es falsch beantworten, können Sie sehr viel Unsinn anrichten. Was sind falsche Antworten? Zum Beispiel die, ja, wir verwenden Teams jetzt, weil es eh beim Office 365 dabei ist. Wunderbar. Da sind noch mehr Dinge dabei, die Sie wahrscheinlich nicht einsetzen. Das ist kein Grund. Oder weil es die anderen machen. Kommt eben darauf an, haben die anderen einen Business Case? Haben Sie den gleichen Business Case oder müssen Sie erst den eigenen Business Case identifizieren? Oder, was gerade natürlich jetzt im Moment sehr in ist, ja, man braucht natürlich für die ganze Homeoffice-Problematik ein tolles Tool für Online-Meetings. Teams ist ein tolles Tool für Online-Meetings, kann man hervorragend damit machen. Aber wenn Sie das deswegen auf Ihre Mitarbeiter loslassen, werden Sie nicht verhindern können, dass die dann eben auch den ganzen anderen Rest von Teams benutzen. Und dann haben Sie ein komplett unkontrolliertes Deployment, das einen Wildwuchs, dem Herr zu werden, sehr, sehr schwer ist. Also der erste Tipp lautet, machen Sie sich Gedanken, wozu Sie Teams brauchen wollen. Beispiele sind, man kann sagen, wir wollen die Zusammenarbeit verbessern, wir wollen das Teilen von Wissen verbessern, wir wollen Silos abbauen, wir wollen Redundanzen reduzieren und so Geld sparen, effektiver werden etc. Das muss sich überlegt werden. Und diese Überlegung kann nicht der einzelne Mitarbeiter anstellen. Das ist wirklich eine Aufgabe der Unternehmensleitung und das ist eine Aufgabe, das weiß ich aus diversen Projekterfahrungen, der die Unternehmensleitung nicht immer nachkommt. Der zweite Tipp ist sehr eng verwandt mit dem ersten. Die Frage lautet, wie wollen Sie Teams bei sich im Unternehmen einsetzen? Was sind Ihre Use Cases? Und der Grundgedanke davon ist eben der, wie soll Teams eigentlich bestückt werden? Teams kann mit sehr, sehr vielen Tools ausgestattet sein. Was nehme ich wofür her? Und da sind Use Cases, wo man sagt, die kommen vielleicht häufiger vor im Unternehmen, die wiederholen sich, die sind sich ähnlich. Personas, die man verwendet, um Use Cases zu definieren, sehr, sehr sinnvoll. Und dann kommt man natürlich zu dem Punkt, dass man sagt, okay, wir haben gewisse Use Cases, die kommen öfters vor, zum Beispiel Teams für Projektarbeit. Da kann man natürlich darüber nachdenken, alle diese Teams gleich oder zumindest ähnlich aufzubauen, ja, sodass einer, der vielleicht in 3 oder 5 Teams mitarbeitet, nicht geht's, der komplett die Orientierung verliert, wenn er von einem Team zum anderen wechselt. Also man denkt an die Welt der Schablonen, ja, die man hier machen kann, was auch möglich ist mit Teams und all diese Dinge. Welche Use Cases ein Unternehmen hat, welche hier wichtig sind, welche Sie damit abbilden wollen und welche Sie vielleicht damit nicht abbilden wollen, das muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Also auch das ist, Frage 2 ist eine, die kann letztlich nur von der Unternehmensleitung oder dem Management beantwortet werden. Der dritte Tipp ist auch noch mal eine Frage oder eine Aufforderung. Denken Sie darüber nach, wozu wollen Sie welche Komponente von Teams hernehmen und wozu nicht? Mit Komponenten meine ich die beiden Grunddinger von Teams, nämlich Teams und Chats. Es gibt aber ergänzend ja immer noch die E-Mail, die in Unternehmen vorhanden ist. Man muss nicht immer alles hernehmen, aber es macht Sinn, Konventionen zu finden. Dass man zum Beispiel sagt, Team-Meetings finden im Rahmen von Teams statt oder macht man dafür einen Chat. Beides ist denkbar, beides kann sinnvoll sein. Es ist fraglich, ob es Sinn macht, das immer den einzelnen Usern zu überlassen. Um da jetzt weiterzumachen, möchte ich jetzt ganz kurz schnell anhand von Screenshots die beiden Tools vorstellen, also Teams und Chats. Fangen wir an mit dem Chat von Teams. Also, was Sie hier sehen, das ist eine Liste meiner Chats, also aus unserem Live-System, also Sie sehen, wir verwenden das auch produktiv. Diese Liste ist immer sortiert nach den Leuten, mit denen ich chatte. Sie ist chronologisch geordnet. Oben steht der, mit dem ich zuletzt eine Kommunikation hatte, einen Chat. Ganz, ganz oben kann man fest welche verankern. Das sind Chatpartner, mit denen man also sehr, sehr häufig zu tun hat. Mit wem kann ich chatten? Ich kann erstmal mit allen chatten aus meinem Unternehmen, die also auch eine entsprechende Office-Lizenz haben, aber auch mit Angehörigen anderer Unternehmen. Man muss dafür überhaupt keine technischen Vorkehrungen treffen. Es ist nur eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss. Sie müssen einen Microsoft-Account haben. Sobald das gegeben ist, kann ich jeden auf der Welt hier einfach anchatten unter Eingabe seiner Mailadresse. Was wir hier dann noch haben, also links haben wir die Liste der Chatpartner, hier in der Mitte ist der Chatbereich.
man sieht schon, hier geht's los, dann gibt es irgendwelche Anhänge und so weiter. Neue Beiträge kommen immer nach unten hin. Ich habe auch noch weitere Möglichkeiten. Es ist eben nicht nur Chatten. Ich kann auch Dateien im Rahmen, im Kontext eines solchen Chats teilen. Ich kann mir anzeigen, wie die Personen, mit denen ich chatte, organisatorisch im Unternehmen verankert sind. Und ich kann mir hier über Activity zeigen lassen, was die anderen Chatpartner in diesem Ding, was die halt sonst so in Teams alles gemacht haben, um einen Begriff zu bekommen, mit wem ich es hier eigentlich zu tun habe. Und dann habe ich noch weitere Möglichkeiten. Also ich kann also aus dem Chat heraus sofort jemand direkt anrufen oder eine Online-Session damit starten. Das ist der Chat. Das nächste sind die Teams und Channels. Das sieht erst einmal sehr, sehr ähnlich aus, weil auch hier wird in der Mitte gechattet. Was ich hier habe, ist eine Liste von diversen Teams. Auch hier kann ich welche, die mir besonders wichtig sind, oben fest verankern. Jedes Team besteht aus einer gewissen Menge von Channels. Channels sind meistens thematisch unterschieden und sollen halt Schwerpunkte definieren. Und ansonsten habe ich hier in der UI auch hier erst einmal den Chat-Bereich mit den Posts, auf den wir etwas später noch wesentlich ausführlicher eingehen. Ich kann auch hier Dateien sharen und ich kann dieses Team mit diversen Tools ausstatten. Standardmäßig ist schon etwas dabei, was Microsoft als Wiki bezeichnet. Für mich ist es eher eine Note-Taking-App, aber lassen wir das. Und ich kann hierüber weitere Applikationen hinzufügen oder auch Konnektoren zu anderen Systemen, wie zum Beispiel SAP oder Jira Service Desk und so weiter, die dann ihre Nachrichten hier in diesen Nachrichtenstrom reinsenden können. So, und die Frage ist jetzt, ich möchte jetzt mit ein paar Kollegen irgendetwas klären, per Chat diskutieren vielleicht. Was nehme ich jetzt? Teams oder Channel? Das ist die gleiche Frage wie die, vor der dieser Knirps hier steht. Ja, er hat Hunger, auf der einen Seite ist wunderbar die Lieferung aus der Konditorei. Dinge, wo er genau weiß, das schmeckt hundertprozentig, es ist unkompliziert, das mag ich immer. Es ist leicht zu handhaben und daneben der Obstkorb, wo man nicht weiß, ja, wahrscheinlich ist er schon das Vernünftigere, aber. Und wenn man jetzt keine Gründe weiß, warum es das eine besser ist als das andere, wird man immer die Bauchentscheidung fällen. Also man landet bei der Sahnerolle anstatt bei der Birne. Deswegen ist es so wichtig, dass man die Unterschiede, die Vorteile und die Nachteile der beiden Instrumente, die Teams uns hier bietet, genau kennt und übrigens auch seinen Mitarbeitern im Unternehmen vermittelt. Weil wenn jemand die Unterschiede nicht kennt, wird er als erstes immer zum Chat greifen. So, hier ist es anhand von ein paar Kriterien gegenübergestellt. Also links der Teams Channel und rechts die Chats. Chats gibt es, habe ich noch nicht gesagt, in zwei Versionen oder zwei Varianten. Das eine ist der sogenannte Private Chat, also ein 1:1 Chat zwischen zwei Leuten oder eben ein Multipersonen-Chat, zu dem dann noch mehr Leute zugesellt werden. Die erste Frage, die hier untersucht ist, was definiert eigentlich den Kontext der jeweiligen Unterhaltung? Beim Teams-Channel ist es ganz klar, es ist immer das Thema. Es geht um ein Projekt, es geht um ein Produkt, es geht um eine Abteilung, irgendwas. Ja, und darüber wird ausgetauscht. Beim Chat ist der Kontext immer definiert über die Personen, über die ich im Rahmen dieses Chats über alles reden kann, was ich mag. Das können Business-Themen sein, das kann das Wetter sein, die Bundesliga oder was weiß ich. Aber es ist kein thematischer Kontext. Und nebenbei bemerkt, damit vergibt man sich bereits einen der wesentlichen Vorteile von so Tools wie Teams-Channels, dass ich eben weiß, alles, was zu einem bestimmten Thema gehört, findet sich auch an demselben Ort. Und deswegen ist unsere Einschätzung die, dass die beiden Tools sich in ihrem Hauptfokus ganz zentral unterscheiden. Links bei den Channels handelt es sich um Business-Themen. Hier handelt es sich um Dinge, die andere Leute auch wissen müssen vielleicht, die vielleicht vererbt werden an neue Leute, die die Rolle von jemand einnehmen, der jetzt gerade Mitglied eines Teams ist, wo es darum geht, dass Wissen geteilt wird, Erfahrungen geteilt werden. Rechts, das verwende ich wirklich nur zum schnell etwas schwätzen. Ja, schnell eine Frage stellen, die wirklich nur jetzt interessiert und die wirklich nur den oder die Paar interessiert, die an diesem Chat teilnehmen. Aber Business-Themen, Business-Entscheidungen haben im Chat nichts zu suchen. Das ist unser Tipp.
Dann auch nochmal lässt sich die Grundcharakteristik des Ganzen. Der Teams-Channel ist wirklich etwas, was Zusammenarbeit fördern soll, was das Teilen fördern soll, was den impliziten Zweck hat, die in jedem Unternehmen vorfindlichen Silos zu überwinden. Der Chat grenzt aus, weil er lässt nur bestimmte Personen zu. Und es ist damit die Gefahr, dass hier neue, über Personen definierte Silos entstehen. Da gibt es noch ein paar technische Unterschiede, die nicht unbedeutend sind. In einen Channel kann ich bis zu 5000 Personen, was auch die Maximalgröße für Teams ist, reintun. In einen Chat nur bis zu 100 Leute. Also wenn Sie jetzt anfangen, in ein etwas größeres Unternehmen in viele Chatgruppen zu untergliedern, werden Sie da ziemlich schnell an die Grenze kommen. Dann das nächste Punkt. Liste von Teams, was meine ich damit? Ich habe die Teams, mit denen ich arbeite, da gibt es aber noch Teams, mit denen ich kein Mitglied bin, in denen aber Dinge verhandelt werden, die für mich vielleicht wichtig sind. Ich habe in dem Teams-Channel-Bereich eine Möglichkeit, diese Teams zu finden durch die Suche. Ja, da stelle ich fest, dass es für bestimmte Organisationseinheiten oder bestimmte Themen ein Team gibt. Und wenn ich da nicht eingeladen bin, dann gibt es da eine simple Prozedur, in der ich das eben anfordern kann. Und anfragen, dass ich hinzugesellt werde. Bei Chats gibt es das nicht. Es gibt keine Möglichkeit, festzustellen, welche Chats im Unternehmen existieren, wenn ich nicht zu einem Chat eingeladen bin. Auch Administratoren können das nicht. Das wäre auch ein Ding der Möglichkeit, weil in einem großen Unternehmen, da entstehen Millionen von Chats. Das ist einfach ein Ding der Möglichkeit, das in dieser Form zu handhaben. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt meines Erachtens, einfach zu wissen, die Möglichkeit zu haben, festzustellen, was es außerdem noch gibt, wo ich schon dabei bin. Dann kann man in beiden kann man natürlich Online-Meetings machen und Anrufe. Die sind also im Teams-Bereich auf 250 Leute limitiert, im Chat-Bereich auf 20, da geht es also schon los. Ein ganz, ganz wichtiger weiterer Unterschied ist der, beide haben die Möglichkeiten, Dateien zu sharen, aber wo legen sie die Dateien ab? Die einen im SharePoint, die anderen im OneDrive. Da gibt es nachvollziehbare Gründe dafür, aber man muss sich darüber im Klaren sein, weil die SharePoint ganz andere Dokumentmanagement-Möglichkeiten bietet als OneDrive, in dem sowas eigentlich gar nicht vorkommt. Dann, wie werde ich von den einzelnen Tools belästigt durch Benachrichtigungen? Am Anfang ist man begeistert und irgendwann geht es einem irrsinnig auf den Nerven, alle Augenblick irgendwas hochpoppt, dass der Meier wieder was übergeliked hat. Also, in der Teams-Channel-Welt kann ich das sehr stark reglementieren. Da kann ich ja sagen, überhaupt nur, wenn ich einem Channel folge oder wenn ich explizit erwähnt wurde per Ad-Menschen, dann bekomme ich eine Nachricht, zum Beispiel per Mail, und damit hat sich's dann. Bei einem Chat werden grundsätzlich immer alle Chat-Mitglieder per E-Mail informiert, wenn irgendwas sich tut. Und dieses Tun kann auch das Klicken auf ein Like-Zeichen sein. Die einzige Chance, dem zu entkommen, ist, dass man für einzelne Chats die Benachrichtigung für sich selbst komplett ausschaltet. Das geht. Ja? Aber die Spam-Gefahr ist beim Chat wesentlich größer als bei den Channel-Kommunikationen. E-Mail-Integration, also E-Mail wird es ja nach wie vor geben, auch wenn man Teams eingeführt hat und dann macht natürlich Integration, ist da in der Tat schon eine sinnvolle Frage. Die gibt es also bei der Channel-Welt in zweierlei Hinsicht. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, eine E-Mail an einen Channel zu senden. Ich muss dazu nur die E-Mail-Adresse des Channels wissen. Die kann ich mir über die Properties anzeigen lassen. Und was wichtig ist zu wissen, dieses E-Mail an einen Channel senden, das kann jeder, auch von außerhalb, der die Mail-Adresse hat, weil das ist einfach ein Mail-Empfänger. Und die Mail taucht dann im Nachrichtenstrom auf und wenn Sie da eine Datei mitschicken, dann wird die nicht gelöst, sondern das ist ein EML-File und Sie müssen das dann per Hand lösen und weiterverarbeiten. Die zweite Form der E-Mail-Integration im Teams-Channel besteht darin, dass Sie, wenn Sie per E-Mail ein Attachment bekommen, können Sie das in einen Channel, sprich dann in SharePoint, ablegen. Eine E-Mail-Integration auf Chat-Ebene ist nicht vorhanden. Dann, was passiert, wenn Mitglieder neu hinzukommen zu einem Team oder zu einem Chat? Beim Channel gilt die Grundregel, jeder darf immer alles sehen. Auch neue Mitglieder, da gibt es die einzige Ausnahme, da kommen wir noch ausführlicher drauf, das sind die Private Channels, das ist ja wirklich die einzige Ausnahme.
Beim Chat kann man das wählen, wenn man jemanden neu hinzufügt, sieht der alle alten Nachrichten, gar keine alten Nachrichten oder nur die Nachrichten der letzten 5 Tage. Das ist gut und nett, aber ich sage ganz ehrlich, das weiß ich nach 3 Monaten auch nicht mehr, ob der jetzt nicht irgendwas sieht, was vom halben Jahr drin ist. Und der war aber eigentlich auf nur 5 Tage eingestellt und die Frage bei der Ressourcen, du das nicht siehst, wird das doch geschrieben. Also das ist für mich fehlerträchtig. Erweitern kann man beide Welten über Applikationen und über Bots. Ich kann zum Beispiel auch einen Chat mit einem Bot führen, wenn das entsprechend eingerichtet ist, was sehr unkompliziert ist. Die Konnektoren, sprich also, dass andere Applikationen, so wie SAP oder Jira Service Desk, was rein reporten, das geht nur in der Channel-Welt. Und dann ist für mich noch ein Punkt sehr, sehr wichtig, die Administrierbarkeit. Also kann ein Administrator mit dem Ding irgendwas machen? Teams sind voll administrierbar im Hintergrund, weil Teams basieren auf Office 365 Gruppen und da kann ein Administrator auch Teams administrieren, auf die er selbst als User eigentlich keine Berechtigung hat. Das geht in der Chatwelt überhaupt nicht. Da gibt es keinen einzigen administrativen Zugriff auf Chats mit einer Ausnahme. Man kann die eDiscovery konfigurieren, sodass man festlegt, also wie lang Chats aufbewahrt oder gelöscht werden oder wann sie archiviert werden können. Das ist das Einzige, was man machen kann, aber das ist eine globale Einstellung und keine Einstellung je Chat. So, und jetzt unsere Einschätzung, jetzt noch diese beiden Symbolchen dargestellt. Wenn ich jetzt vom Gedanken der Gruppenkommunikation ausgehe, sage ich ganz klar ausschließlich im Channel, auch wenn es ein bisschen mühsamer ist, wenn man sich halt Gedanken machen muss, ja, ich will jetzt was kommunizieren, in welches Team, in welchen Channel gehe ich, habe ich da die Rechte dafür, wer kann da noch alles mitlesen, alles diese Themen, wo man sagt, okay, nehme ich lieber gleich die Sanierung und mache es mit dem Chat, weil da weiß ich, wer dabei ist und muss eben nicht lang entscheiden, wo, weil der Kontext eben die Person ist und kein Thema. Aber aus dem Standpunkt des Unternehmens ist es absolut fatal, wenn der Großteil der Kommunikation zwischen den Leuten sich im Chat abbildet. Das kann man sich auch anzeigen lassen. Das ist der nächste Tipp. Schauen Sie auf die Analytics. Die Teams Ihnen bietet, da ist einiges dabei. Das ist ein Screenshot, das zeigt einfach das Aufkommen von Kommunikation in einem bestimmten Zeitraum. Die lila Kurve sind die Chat-Nachrichten und das, was da irgendwo am Boden entlang kreucht, die blaue Linie, das ist die gleichzeitige Zahl von Nachrichten, die in Teams-Channels gepostet worden sind. Das ist ungefähr 12-mal so viele Chat-Nachrichten wie Teams-Nachrichten. Und wenn Sie als, sage ich mal, verantwortlich von so einem System so eine Zahl bemerken, sollten bei Ihnen sämtliche Alarmglocken angehen, weil das heißt, aus unserer Sicht, da geht etwas grob schief. Die Leute verwenden den Channel, der wirklich auch den Nebeneffekt hat, dass er eben Silos bildet, dass er andere von der Information ausschließt und so weiter und so fort. Also schauen Sie auf Ihre Statistiken, Sie sind da, es kostet nichts und reagieren Sie oder noch besser, informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig vor oder beim Rollout, welches Tool wofür das geeignetste ist und zeigen Sie dabei ganz klar die Grenzen des Chats auf. Und dann gibt es noch das dritte, die E-Mail. Ich habe schon gesagt, die E-Mail wird natürlich weiter existieren, vor allen Dingen natürlich für die externe Kommunikation. Ich stelle fest, ich mache es auch selber so ein bisschen, dass ich in der internen Kommunikation, gerade mit Leuten, mit denen ich viel kommuniziere, gern die E-Mail mit dem Chat ersetze, weil es einfach bequemer ist und natürlich auch ein großer Vorteil ist, dass ich immer die gesamte persistente Chat-Historie da habe und alles weiß, was ich mit dem Kollegen vor 3 Wochen schon besprochen habe. Es ist auch okay, das so zu machen. Man muss sich halt nur im Klaren sein, dass halt auch hier wieder die administrativen Features fehlen. Also zum Beispiel, da gibt es halt kein Out-of-Office-Agent. Es gibt keine Möglichkeit der Delegation. Ich kann da nur einen halt in den Chat mit aufnehmen, der mich vertreten soll. Ja, es gibt keine Vertretungsmöglichkeiten. Nicht das, dass einer in meinem Namen irgendwas unternimmt. Also es ist mit vielen Fragezeichen verbunden, aber es ist eine Verhaltensweise, die zu beobachten ist und die auch nachvollziehbar ist. So, machen wir ein kurzes Summary, nur ein Zwischensummary an der Stelle über die ersten 3 Themen. Das waren jetzt auch schon mehr als 3 Tipps. Wenn Sie es vielleicht kennen, dürfte Ihnen aufgefallen sein, dass das die Fragen, das warum machen Sie das Ganze, wie macht Sie es und was genau wird wofür verwendet, dass das genau die Dimensionen des Golden Circle, das Change Management Modell sind. Und den haben wir hier auch bewusst zugrunde gelegt. Und für den Golden Circle gilt eigentlich immer diese Grundsatzempfehlung,
in dieser Reihenfolge von innen nach außen vorzugehen. Also erstmal nachzudenken, warum mache ich es, wie will ich es angehen, was muss ich tun. Die Praxis sieht häufig genau umgekehrt aus, dass man nämlich von außen nach innen geht. Also man fängt gleich an, ja, nehmen wir jetzt lieber Chat oder Teams und welches Server brauchen wir und wie stellen wir High und Hochverfügbarkeit her, bevor man überhaupt weiß, warum, was macht und wie es gemacht werden soll. Also wirklich dringende Empfehlung, diese drei Fragen anzugehen, bevor Sie an Teams praktisch einsteigen. So, jetzt viertens kommt ein Bereich von Tipps, den haben wir überschrieben mit Organisation von Teams und Channels. Und der dahinterliegende Gedanke ist der, dem Information Overload entgegenzuwirken, der sich immer einstellt, wenn bei einem Tool wie Teams länger gearbeitet wird und das intensiv genutzt wird. Das sind jetzt Tipps, die sich vor allen Dingen an Team-Owner und eventuell auch an Administratoren richten. Das Ausgangsszenario sieht meistens so aus. Also jemand stößt auf irgendein Problem, eine Aufgabe und sagt, genau, das ist ein Beispiel, wo man sinnvollerweise Teams einsetzen kann, weil die da mit mehreren Leuten zu tun, die sind überörtlich verteilt, die verwenden Dateien, die müssen Task managen etc. pp. Und ein neues Team muss her. So, und jetzt als nächstes, was machen wir dann? Man kann es genauso hemdsärmelig angehen und das ist auch die Voreinstellung in Teams, dass diese Dame dann einfach hergeht und sagt, ich mache jetzt mein neues Team mit dem und dem Namen. Fertig und lade die Leute ein und gestaltet das irgendwie, wie ich schon meine, das richtig ist. Die eine Art und Weise, das vorzugehen. Sie müssen sich auch nur überlegen, bei einem Team macht es nichts. Ja? Aber wenn Sie mal Hunderte oder Tausende von Teams haben und das macht jeder so, wie es ihm gerade einfällt, haben Sie möglicherweise vor allen Dingen einen Flickenteppich, der eines nicht herstellt, nämlich eine Kooperationsplattform für Unternehmen zu sein, sondern es ist dann letztlich auch wieder eine besondere Form von Silos. Also eine etwas strukturiertere Vorgehensweise. Stellt einfach ein paar Fragen oder klärt ein paar Punkte, bevor ein Team angelegt wird, ein neues. Die erste Frage ist natürlich die naheliegendste. Gibt es das Team vielleicht schon? Ja, dazu muss man die Suche bemühen unter Umständen, wenn man nicht alle Teams kennt. Oder muss es wirklich gleich ein neues Team sein mit dem ganzen Overhead? Genügt nicht vielleicht einfach ein Channel, den ich zu einem bestehenden Team dazugeselle? Was ist eigentlich der Use Case dieses Teams? Ja, und wenn ich einen Use Case kenne, gibt es ein Template für diesen Use Case oder macht es Sinn, das Ganze globaler zu sehen und vielleicht mit anderen Leuten im Unternehmen zu sprechen, die eigentlich vor ähnlichen Aufgabestellungen stehen und dann vielleicht ein Template zu spezifizieren. Wie nenne ich das Team eigentlich? Haben wir da keine Regeln im Unternehmen, eine Baukonvention? Und überhaupt, wie ist es mit der Öffentlichkeit des Teams? Darf da jeder zuschauen oder machen wir es lieber zu? Sie wissen, glaube ich, auch aus Erfahrung mit anderen Tools, dass wenn Sie diese Entscheidung den Leuten überlassen werden, die Teams immer privater Natur sind, weil absperren ist mir besser als jeden drauflassen, wer weiß nie, wer da alles mitliest. Dann überhaupt, wer darf das eigentlich ein neues Team anlegen? Weil ich habe schon gesagt, in der Voreinstellung jeder. Welche Mitglieder werden eingeladen? Was ist mit Guest-Usern, also externen Benutzern? Und überhaupt, mit welchen Tools muss das Team ausgestattet sein? Ja, welche Applikationen, welche Channels brauche ich, um das sinnvoll zu strukturieren? Welche Konnektoren, mit welchen anderen Applikationen wird es interagieren? Dann, wie ist der Horizont des Teams? Ist es ein langfristiges, also zum Beispiel ein Team für eine Abteilung oder einen Bereich, die es mit Sicherheit ein paar Jahre geben wird? Ist es ein mittelfristiges, vielleicht ein Team für ein Projekt? Oder haben Sie gerade irgendeine aktuelle Krisensituation, wo Sie binnen 5 Tagen mit ein paar über den ganzen Erdball verstreuten Leuten irgendein Problem groß lösen müssen und einfach einen Ort der Kommunikation brauchen? Ja, das kann man alles über Retention Policies konfigurieren, wie lange ein Team lebt, wann es archiviert wird, wie lange es aufbewahrt wird, ab wann gelöscht werden kann, etc. Das sind alles Dinge, die muss man sich überlegen und die lassen sich eben nicht automatisch entscheiden anhand der Frage, ja, ich möchte jetzt einfach ein neues Team haben und dann lösen sich alle Probleme von selbst in Luft auf. Um die Dinge jetzt mal ein bisschen im Detail anzuschauen. Namenskonventionen. Also das ist unsere Namenskonvention in der Time to Act Group. Die unterscheidet das eigentlich den Namen in 4 Elemente. Ich habe einen Typ. Typ kann sein, es hat mit Kunden zu tun, mit Projekten, mit Produkten etc. Ja? Ich habe eine Firma, ist also eine unserer 8 bis 12, jetzt ist aktuell nicht durchgezählt, Firmen der Time to Act Gruppen. Die Firmen haben zum Teil mehrere Lokationen und dann gibt es eigentlich ein Thema des jeweiligen Teams.
Daraus entsteht dann, es ist auch kein Zwang, hier immer alle vier Elemente zu besetzen. Also Edcamp zum Beispiel gibt es nur in München. Also können wir uns da die Lokation schon mal sparen. Und auf die Weise entstehen dann halt Teamnamen, wie sie hier rechts zu sehen sind. Also dass man sagt, gut, das EDC, das kennt halt die Firma. Das ist ein Team, das ist halt einfach unser internes Team. Dann haben wir eins für die Nachlese gemacht, haben wir eins für unsere Trainings und Aktivitäten etc. Ja? Aber auf jeden Fall, diese Teamnamen gehorchen alle einer Namenskonvention und das macht die Orientierung für die Leute sehr, sehr einfach. Und wenn Sie eine Namenskonvention haben, ersparen Sie sich möglicherweise auch gleich noch ein weiteres Problem, das Ihnen entstehen kann, nämlich der Bedarf, ach ja, der Name, den ich am Anfang gewählt habe, war doch ein bisschen blöd, ich möchte das Team umbenennen. Es ist ganz einfach, ein Team umzubenennen. Ja, Sie gehen einfach in die Teamsliste rein, auf die drei Punkte für More, klicken auf Editing, dann geht ein Fensterchen auf und Sie schreiben den neuen Namen rein und das war es dann auch. Aber, ja, das darf jeder, der Team ohne Berechtigung hat. Aber man muss natürlich wissen, jedes Team ist verbunden mit einer Office 365 Gruppe. Die entsteht entweder im Anliegen des Teams oder war schon vorher da und dann ist Teams dazugesellt worden. So, und dieser Name ändert sich damit auch. Das ist kein Problem, das passiert im Hintergrund, da müssen Sie sich nicht drum kümmern. Es kann nur sein, dass Ihre Office 365 Administration da nicht so wahnsinnig begeistert ist, wenn es da jeden Tag bei 100 Namensänderungen in Ihren Gruppen gibt, bloß weil jemand Teams umbenennt und ja, möglicherweise auch Namenskonflikte da entstehen können, wenn plötzlich zwei irgendwie in dieselbe Richtung umbenennen. Dann, zweitens, jedes Team ist verbunden mit einer SharePoint-Library, die natürlich genauso heißt, wie Sie das Team am Anfang genannt haben. Und diese SharePoint-Library wird nicht mit umbenannt, wenn Sie das Team umbenennen. Das macht nichts. Das macht wirklich nichts, weil es funktioniert nach wie vor alles uneingeschränkt. Also nur es kann nicht sein, dass man sagt, es sieht einfach hässlich aus, wenn die Library jetzt nicht mehr so heißt wie das Team. Oder es gibt ja auch Leute, die gehen nicht über Teams drauf, sondern über anderen Wegen, also entweder über irgendwelche Teamsites oder über andere Produkte, über SharePoint etc. Und vielleicht da mit dem Namen ein Problem bekommen. Also Sie können natürlich auch die SharePoint-Library umbenennen, das ist aber ein eigener Task, da müssen Sie auch das Recht dafür schon haben. Ja. Und vor allen Dingen, wenn Sie das tun, sollten Sie unbedingt anschließend testen, ob dann die Links zwischen Team und SharePoint noch funktionieren. Das ist wirklich so, wie ich sage, mal funktionieren sie nicht. Also es gab eine Zeit, da haben sie nie funktioniert, also Microsoft hat da was gemacht, aber es kann immer noch passieren, dass dann zwar beide gleich heißen, aber leider, wenn ich im Team draufklicke, Open in SharePoint, ich eine Fehlermeldung bekomme und sonst nichts. Testen Sie das, bevor Sie es machen. Und dann ist so, ein Team hat eben nicht nur einen Namen, es hat auch noch ein Alias und es hat eine Mailadresse. Wie vorhin schon gesagt, ich kann ein Team anmailen. Sinnvollerweise, wenn ich den Namen ändere, ändere ich zumindest auch die Mailadresse. Und spätestens jetzt sind wir nicht mehr bei dem eleganten Fensterchen, sondern jetzt sind wir bei der PowerShell, die man benötigt, um das zu ändern. Bis jetzt nicht unbedingt das Metier von jedem normalen Benutzer. Und letzter Tipp an der Stelle, man sollte seine Kollegen informieren, bevor eine Umbenennung des Teamnamens stattfindet. Das Gleiche kann einem passieren, auch bei Channels. Auch Channels kann ich umbenennen, auch hier gilt die gleiche Regel oder die gleiche Empfehlung. Lieber vorher eine Stunde länger darüber nachdenken, ob der Name was taugt, den ich gewählt habe, als dann die Gelegenheit zu kommen, ihn umbenennen zu müssen. Ich habe ja kein Problem mit der Office 365-Gruppe, weil die ist nicht an den Channel gebunden, sondern ans Team. Ich habe das gleiche Problem mit SharePoint, das ist exakt dasselbe, weil jeder Channel hat in der Library, in der SharePoint-Library des Teams einen Unterfolder, der genauso heißt wie der Channel. Jetzt nennen Sie den Channel um, dann heißt der andere wie der Folder, das macht nichts, ja, ist wie beim Team. Also die Links funktionieren, aber man kann sagen, es ist hässlich. Ja. Und wenn Sie jetzt hergehen und die Foldernamen auch in SharePoint ändern, ist das gleiche Situation, es kann funktionieren oder es kann nicht funktionieren. Auch hier bitte die Leute vorher informieren, bevor sie anfangen, einen Channel umzubenennen. Dann gibt es, wir sind immer noch beim Thema Organisation von Teams und Channels, gibt es seit, ich glaube, letztem Jahr die Einrichtung des privaten Channels. Das war eine heiß ersehnte Ergänzung in Teams. Das war
der Feature-Request mit den meisten Leuten, die den gestellt haben. Also es war eine fünfstellige Zahl, ich glaube über 25.000, also ich war auch dabei. Und der Normalfall von Teams ist, ich habe schon gesagt, jeder darf auf alles zugreifen, lesend zumindest. Der Private Channel bietet davon eine Ausnahme. Es muss zwar jeder, der Mitglied des Private Channels ist, Mitglied des Teams sein. Aber es ist nicht so, dass der Team-Owner automatisch auch Mitglied von privaten Channels ist. Ein privater Channel kann von jedem Teammitglied angelegt werden und dieses Teammitglied kann festlegen, wer aus den anderen Teammitgliedern Mitglied seines privaten Channels ist im Rahmen des Teams und er kann damit den Team-Owner ausschließen. Auch externe User sind wie normal im Teams auch im Private Channel erlaubt. Es gibt ein paar Einschränkungen. Der eine ist die, man darf also maximal 30 Private Channels pro Team haben und ein Private Channel kann nicht mehr als 250 Mitglieder umfassen. Nur mal zur Erinnerung, ein normaler Channel kann alle 5000, die ein Team haben kann, umfassen. Und dann gibt es noch eine Besonderheit bei SharePoint und das war auch der Grund, warum es lange gedauert hat, bis diese Private Channels endlich da waren, weil da musste Microsoft wirklich die Sicherheitsarchitektur mehr oder weniger auf den Kopf stellen. Die haben nicht einfach einen Unterordner im Rahmen der Library des Channels, sondern die haben tatsächlich eine komplett eigene SharePoint Site Collection für jeden Private Channel. Das ist, wie gesagt, also wenn der User da nicht stärker nachgräbt, fällt es nicht auf. Fällt es nur auf, wenn er aus der Sicht von SharePoint auf die Library zugreift und sagt, da fehlt doch einer. Ich weiß ganz genau, dass es da noch einen mehr gibt und den muss er dann woanders suchen. Aber wenn er über Teams drauf zugreift, ist das wirklich komplett transparent gemacht. Generell, ob Sie Private Channels haben wollen oder nicht, ist auch etwas, was man ein- und ausschalten kann global in Teams. Es ist natürlich so, Silo-Gefahr. Ist ganz klar, Private Channels sind schon wieder dazu da, Leute von Informationen auszuschließen. Es kann natürlich Anwendungsfälle geben, in denen man das genau so haben möchte. So, dann immer noch Organisation von Teams und Channels. Sie können als Team-Owner festlegen, wer was im Team darf. Das bezieht sich vor allen Dingen auf, wer darf Channels erstellen, löschen, wiederherstellen, wer darf Applikationen, Konnektoren hinzufügen, entfernen. Und die Vorstellung ist, das darf eigentlich jeder. Ja, es darf also jeder einen Channel machen, er kann den auch wieder löschen, er kann nur die von ihm selbst gemachten Channels löschen, also nicht irgendwelche anderen. Aber das gleiche gilt für Applikationen und Konnektoren. Wenn Sie also jetzt einen haben, der sagt, ja, da habe ich jetzt einen tollen Konnektor drin, also in einem Jira Service Desk, und der läuft ein halbes Jahr und dann sagt irgendwann, ach, ich brauche den nicht mehr, dann macht er weg. Ohne vielleicht daran zu denken, dass irgendwelche anderen im Channel den mitbenutzen. Ja. Also auch hier ist der Tipp, man muss letztlich von Fall zu Fall das sich genau überlegen, welche Rechte man den normalen Mitgliedern hier gibt. Also ich würde das etwas restriktiver handhaben, als wie die Voreinstellung es vorsieht, die auch sogar externen Gästen die Möglichkeit bietet, eigene Channels zu kreieren, abzudaten und auch wieder zu löschen. Das ist das letzte Punkt, also in dem Bereich 4 und ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, es gibt hier sehr, sehr viele Einzeldinge, die man entscheiden muss, was und vor allen Dingen, wo man auch Standards herstellen muss oder auch Konventionen schaffen muss, sich mit den Unternehmen abstimmt. Und das ist eine Ecke, wo ich der Meinung bin, hier stellt sich schon die Frage, gibt es nicht ein Tool, das einen dabei unterstützen möchte? Ja, das Tool gibt es. Das möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen. Das ist also von einem Partnerunternehmen von uns, von Solutions to Share. Das ist der Teams Manager. Der erfüllt eigentlich zwei wesentliche Aufgaben. Die eine ist die, ich kann damit sehr elegant, eleganter als man das native macht, also in Teams, Templates definieren, also mit ihren Eigenschaften, also welche Channels ein Template hat, wie die Konfigurationssettings sind, die wir gerade gesehen haben, welche Leute Mitglied sind, aus welchen Tabs, Applikationen, Konnektoren ein Team besteht, die Konfiguration des Planner-Tools, das ja eingebettet ist von OneNote, das Teil sein des Ganzen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich mache jetzt ein Template für ein Projektteam und gestalte das einfach mal so aus, wie das möglichst viele Use Cases im Unternehmen sinnvoll abdeckt. Ich kann mit dem Ding auch, wenn ich Teams auf Basis dessen erstellt habe,
und ich ändere das Template. Ich kann die Änderungen also auf die bereits existierenden Teams anwenden oder auch nicht. Das ist meine Entscheidung. Und das, also das ist die eine Funktionalität des Teams Managers. Die zweite ist die, ich kann tatsächlich den Benutzern das Recht, selbst Teams zu kreieren, wegnehmen und einen Workflow dazwischen hängen. Also der Request, also wenn einer ein neues Team will, beschreibt er das in der üblichen Art und Weise, aber es wird nicht erstellt, sondern landet eben als Request hier im Teams Manager und wird dort dann von irgendwelchen Leuten beschieden. Und hier kann man dann nicht dann darauf achten, ja, hat der wirklich geschaut, ob es nicht schon ein Team gibt, also mit dem Thema, sind die Namenskonventionen eingehalten, hat er an alles das gedacht, was wir für ein Projektteam uns mal überlegt haben, das wir haben wollen, etc. Und kann so eine gewisse Einheitlichkeit herstellen. Das ist ein sehr, sehr nützliches Tool, das gibt es seit ein paar Jahren. Wir planen auch, das haben wir gerade heute festgemacht, ein eigenes Webinar, in dem jemand von Solutions to Share das ausführliche vorstellt. Das ist der Christian Groß, der Inhaber. Das ist, ich glaube, am 3. Juni wird es stattfinden. Also wenn Sie das interessiert, können Sie sich das näher anschauen. Damit ist der Block 4 unserer Tipps durch. Jetzt haben wir noch 3 Blocks und eine Viertelstunde, das wird eng. Der nächste Block richtet sich mehr an die Anwender und hat zu tun mit dem Arbeiten mit Teams und letztlich dem Grundthema Information Overload. Also das Ganze läuft so ein halbes Jahr, ein Jahr. Ich weiß nicht mehr, was wo steht. Es gibt so viele Teams und so viele Channels und alles schaut gleich aus. Ich finde nichts mehr. Ich werde zugebombt mit Benachrichtigungen und irgendwelchen Pop-ups, die aufgehen. Und es entwickelt sich mehr zur Last als zum Nutzen. Ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. Aber diesen Effekt, das ist alles irgendwie viel zu viel, hört man öfters von Anwendungen. Und da gibt es dabei sehr wohl, du hast ein paar Strategien und Tipps, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann. Man muss halt nur dafür Sorge tragen, bei der Einführung, dass diese Gedanken und Tipps den Mitarbeitern auch bekannt gemacht werden. Schauen wir uns mal ein bisschen an. Die erste fängt damit an, das ist mir selbst passiert, mir hat dann der Kollege Jan König den Tipp gegeben, dass ich gesagt habe, ich gehe in irgendeinen Channel rein, in die Konversation und sehe dann einen ganzen Bildschirm voll irgendwelchen Geschwätz. Ich weiß genau, da war ich schon mal drin, was habe ich hier schon gelesen und was nicht. Das kann ich dem Ding nicht entnehmen. Ja? Also wie weit war ich hier schon? Also man kann es ihm entnehmen, ich habe hier also das extra bewusst so montiert, dass es etwas größer ist als wie normal. Es gibt hier ein Lesezeichen des Teams in die Konversationsstimme reinmacht, Last Read auf Englisch. Alles, was drüber ist, war ich schon, sage ich mal. Ob ich es gelesen habe, kann ich es natürlich nicht beurteilen. Und alles, was drunter ist, ist auf jeden Fall seit meinem letzten Besuch entstanden. Und das ist schon mal eine ganz, ganz banale, aber wirklich sehr, sehr nützliche Hilfe. So, und dann wollen wir uns jetzt mal den Konversationsteil ein bisschen genauer anschauen. Das ist ein Screenshot aus unserem Live-System. Und ich will Ihnen hier ein paar Elemente zeigen. Also das Grundprinzip ist immer das, ich habe einen Channel, ich sage zum Beispiel, das ist der Administrationschannel in dem Team, das sich mit IT befasst. Ja? Und hier kann jeder ein Thema aufmachen. Themen erkennt man immer daran, dass die optisch als solche Blöcke dargestellt sind. Wenn jetzt jemand zu seinem Thema eine Antwort macht, also hier auf Reply klickt, wird es hier drunter getan, das ganze Thema wird nach unten befördert, also als noch nicht gelesen. Und ich habe hier immer so den Kontext des Themas. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist anders als wie beim Chat. Beim Chat kann ich immer nach unten reinschreiben und selbst wenn ich mich auf eine andere Nachricht beziehe, die schon 3 Wochen alt ist, ich habe keine Chance, direkt zu dahin zu gehen und sagen, ich mache dazu jetzt eine Antwort. Die Möglichkeit habe ich hier. Übrigens ein weiterer Grund, also die Channel-Konversation zu bevorzugen. Also, ich habe das Ganze geordnet. Jetzt kann ich aber immer nur sagen, ja, wenn die jetzt alle so ausschauen wie der erste hier, der einfach ein ganz normaler Beitrag ist, ohne irgendwelchen Schnickschnack, wird das sehr unübersichtlich. Also ich muss letztlich alles lesen, um festzustellen, ob das jetzt für mich wichtig oder interessant ist oder eben nicht. Und da gibt es jetzt schon eine Möglichkeit, das interessant zu machen, nämlich, dass ich nicht einfach losschreibe, sondern dass ich dem Ganzen ein Subject gebe. Wie mache ich das, ein Subject geben? Das ist ganz einfach. Ich gehe unten in das Feld
um ein neues Thema zu starten. Aber ich fange nicht hier unten zu schreiben an, sondern ich klicke auf das Symbol für das Laden des Editors, das ist das A, ist hier auch gut umrandet. Und dann bekomme ich hier einen Dialog, der genauso ausschaut wie hier. Da steht dann Add Subject, ist schon als Platzhalter da. Hier kann ich es reinschreiben von dann an. Damit habe ich bereits optische Unterbrecher eingebaut. Die Leuten, die wirklich eher diagonal lesen und nur einfach mit einem Blick erkennen können, was ist jetzt wichtig für mich, die ich damit unterstütze. Ein weiterer Schritt, die Leute zu unterstützen, ist, indem ich einen Beitrag als wichtig kennzeichne. Das kann ich auch über den Editor, indem ich einfach auf das Ausrufezeichen klicke. Wichtig kann ich machen alles, was ich hier mache. Also sowohl den initialen Beitrag eines Threads, wie auch jede Antwort. Natürlich macht es nur Sinn, wenn ich nicht alles als wichtig kennzeichne, sondern nur das wirklich Wichtige. Und dann gibt es noch mehr ein weiteres Element, mit dem man dann einen oben draufsetzen kann an der Wichtigkeit. Das ist das Announcement. Ja, das ist, sehen Sie, das ist ein riesen Balken, also der ist unübersehbar. Auch für den gilt natürlich sparsam einsetzen, weil sonst erfüllt er seinen Zweck nicht mehr. Wie mache ich ein Announcement? Das ist auch hier im Screenshot zu sehen. Einfach, wenn ich unten hingehe, den grafischen Editor, also den Web-Editor lade, habe ich hier links eine Auswahlbox, in der kann ich festlegen, will ich hier einfach eine normale Nachricht schreiben oder will ich ein Announcement machen. Wenn ich ein Announcement mache, dann wird das in mir so dick und fett formatiert. Und das letzte unten, das ist die eigentliche Box zum Starten eines neuen Themas. Und das ist die Ecke, an der viele Fehler passieren. Nämlich, dass die Leute nicht wissen, mache ich jetzt ein neues Thema oder mache ich eine Antwort zu einem bestehenden Thema. Und diesen Unterschied zu kennen, ist wahnsinnig wichtig, weil das erleichtert dem Leser den Umgang wesentlich, wenn die Dinge eben im Kontext stehen und nicht gnadenlos wild durcheinander. Ja? Also, wenn ich was schreiben will und es bezieht sich, und es ist eine Antwort zu etwas, nicht nach unten gehen. Und das ist, ich weiß, das passiert, weil die Leute das vom Chat so gewohnt sind, weil beim Chat kann ich nur unten anfangen. Ja? Sondern wenn ich eine Antwort dazu schreiben will, gehe ich hier rauf, mache die Blei, dann gehe ich mir hier in den Dialog auf und hier kann ich es reinschreiben. Und ein neues Thema starte ich wirklich nur dann, wenn ich ein Thema habe, zu dem es in diesem Channel noch nichts gibt. Das ist eigentlich ganz einfach. Wie finde ich jetzt das, ob es dazu jetzt schon was gibt oder nicht? Dazu bemühe ich die Suche. Suche ist weitgehend auch sehr, sehr gut gelöst in Teams. Also ich habe hier ein Beispielsuche gemacht, einfach oben in das Suchfenster eingeben, nach O365. Ich bekomme dann links eine Liste von Ergebnissen, das sind untergliedert in Nachrichten, Leute und Dateien. Die Nachrichten kann ich dann, wenn ich möchte, noch weiter verfeinern nach diesen Kriterien, die hier stehen. Also auch die Dateien kann ich weiter verfeinern und so weiter. Auf die Weise finde ich, wo etwas zu einem bestimmten Thema steht. Was nicht so erquicklich ist, das ist der Filter nach oder die Eingrenzung nach Leuten, weil die sucht nämlich, ob der Suchbegriff im Namen der Leute vorkommt und O365 heißt, glaube ich, heute noch keiner. Ich hätte erst von anderen Tools gedacht, ja, da bekomme ich die Leute gelistet, die diesen Begriff irgendwo verwendet haben in ihren Beiträgen. Ist leider nicht so, es wäre sehr, sehr nützlich. Also so kann ich suchen. Die Suche ist sehr, sehr effektiv. Und kann damit den Leuten eben die Möglichkeit bieten, zu schauen, gibt es zu einem Thema, zu dem ich jetzt was schreiben möchte, schon etwas? Wenn ja, dann finde ich das hier und mache eine Antwort. Wenn nicht, mache ich im entsprechenden Channel einen neuen Topic auf. So. Dann ist sehr häufig die Klage, es sind so viele Teams und so viele Channels, die gehen mich da überhaupt nicht mehr aus. Auch hier gibt es ein paar Möglichkeiten, das einzugrenzen. Erstmal in der Welt der Teams. Ich kann jedes Team, das ich in meiner Liste vorfinde, einfach verbergen. Verbergen heißt nicht, dass das Team gelöscht oder endgültig aus meiner UI entfernt wird. Es landet einfach unten in dem Bereich Hidden Teams. Wenn Sie auf den draufklicken, bekommen Sie eine Liste aller Teams, die Sie verborgen haben und können es dann wieder reaktivieren. Aber wenn da Teams dabei sind, viele, die Sie nur sehr grenzwertig interessieren, ist die Empfehlung, die einfach welche zu verbergen. Es ist übrigens auch nicht verboten, ein Team zu verlassen. Ja, das ist kein asoziales Verhalten, wenn in dem Team nur Dinge verhackstückt werden, die für Sie ohne Relevanz sind und die Sie nicht interessieren.
gehen Sie einfach raus, das ist keine persönliche Beleidigung. Des Team-Owners oder wenn, können Sie eventuell noch anrufen. Ich kann auch Channels reduzieren. Da gibt es noch eine andere Möglichkeit, die es bei Teams nicht gibt. Ich kann einen einzelnen Channel einfach in die Liste meiner Teams ganz nach oben pinnen. Das mache ich halt Channels, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun habe. Und ich kann auch hier Channels verbergen, aber jederzeit über die Properties des Teams wieder sichtbar machen. Und dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit hier. Ich kann auch die Liste der Teams mit Drag and Drop sortieren. Da muss man immer ein bisschen feinfühlig mit der Maus umgehen, aber es funktioniert. Und nach meiner Erfahrung kommuniziert sich das auch durch, wenn Sie mit verschiedenen Devices auf Teams zugreifen, also Handy, Desktop und so weiter, und an einem sortieren Sie das, ist das auch auf dem anderen analog sortiert. So, dann etwas, was auch noch oft zum Gefühl des Information Overloads führt, sind die Ad-Mentions. Push-Kommunikation mit Ad-Mentions. Ad-Mentions kennt man auch aus anderen Tools, über die ich bestimmte Personen direkt anspreche, mit dem Zweck, die auf etwas aufmerksam zu machen. Sehr sinnvoll, dass es die in Teams gibt. Wann verwende ich sie? Wenn ich eine bestimmte Person oder mehrere jetzt schnell über etwas wirklich für sie Wichtiges informieren möchte. Und nur dann. Ich tue nicht obligatorisch, und das sehe ich leider sehr oft, einfach jeden Post, den ich mache, erst einmal mit 5 Ad-Mentions schmücken, weil das irgendwie zu dem sozialen Dings dazugehört. Nein, man muss im Klaren sein. Jede Ad-Mention hat Benachrichtigungen zur Folge für die Empfänger. Und man sollte auch davon ausgehen, dass im Laufe der Zeit des Arbeitens mit Teams gewisse Lernprozesse einsetzen und die Leute eher es einüben, selbst zu schauen, also zu holen, was für sie wichtig ist, und dass ich nicht immer jede Information ihnen hinterhertragen muss per Ad-Mention. Was für Ad-Mentions gibt es? Es gibt 4 Stück von Ad-Mentions in Teams. Es gibt erstmal das Ad-Person, also das geht dann an den Namen einer Person. Hier ein kleiner Untertipp. Also ich habe hier die Anneliese Wasserer, Frau, ausgewählt für Ad-Mention. Man kann, wenn einem das der ganze Name, weil bei, je nach Konfiguration kann dann auch noch dabei stehen, Standort, Abteilung, Funktion etc. Wenn einem der Rattenschwanz sehr groß ist, kann man alles mit der Backspace-Taste zurechtkürzen, bis am Ende nur noch der Vorname übrig bleibt. Der Empfänger wird trotzdem erreicht. Gut, das ist die Ad-Mention an Person, das ist hier der häufigste Fall. Dann gibt es noch Ad-Team, Ad-Channel mit der Wirkungsweise, wenn ich in einem Team bin und dort eine Nachricht schreibe und ich mache Ad-Team, bitte beachten, Ausrufezeichen, dann bekommt jedes Mitglied des Teams eine Nachricht. So entsprechend der Konfiguration, wie die informiert werden, im schlimmsten Fall per E-Mail. Das gleiche in einem Channel. Und dann gibt es noch Ad-Tag. Ad-Tag ist relativ neu. Also Microsoft hat, ich sag's mal vorsichtig, ein sehr eigenwilliges Verständnis von Tags. Mit Tags ist ja Folgendes gemeint. Also es gibt nur Tags für Personen, also nicht für Inhalte. Und wenn ich zum Beispiel jetzt in meinem Team sage, ich möchte ein eigenes Tag für das Marketing-Team machen, dann kreiere ich ein, kann man den Settings machen, sage ich, also ein Tag, das Tag heißt Marketing, und dann lege ich fest, da ist die Edith und die Alexia dabei. Und wenn ich dann im Nachrichtenstrom irgendwas verfasse und dann schreibe, Ad Marketing, werden die beiden informiert. Der große Haken bei dem Ganzen ist der, das muss ich in jedem Team separat konfigurieren. Ich meine, mir ist nachvollziehbar, warum dem so ist, aber es ist damit für mich also wirklich nur in Ausnahmefällen, dass das Ganze wirklich Sinn macht. Das Ad-Team und Ad-Channel, ganz klar, wie es hier auch steht, maximale Spam-Gefahr. Man kann es auch ausschalten, also es kann jeder Team-Owner, kann es in den Properties festlegen, dass die nicht verfügbar sind. Und davon sollte man auch Gebrauch machen, weil das sind wirklich die absoluten Kommunikationshämmer. Wie erfährt der Empfänger das, dass er getriggert, also dass er entmenschend worden ist? Es gibt verschiedene Trigger. Das kann er selber konfigurieren. Also er findet auf jeden Fall immer in der jeweiligen Konversation rechts am Rand das rote Ad-Zeichen, das sagt ihm, hier wurde ich erwähnt. Oder er findet sich hier, dass in der Navigation bei den Aktivitäten irgendeine Zahl steht. Das heißt, es gibt 3 Benachrichtigungen an ihn, sind dann meistens 3 Ad-Mentions. Oder er wird über E-Mail oder eventuell auch über einen Banner oder über alles Mögliche informiert. Also auch hier wirklich maximale Spam-Gefahr. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, nächster Tipp, dass die Benutzer ihre
Benachrichtigungen anpassen. Das kann jeder machen. Ja, geht da oben auf sein Bild, Settings, Notifications, Benachrichtigungen. Da findet ihr hier viele, viele Dinge, die Nachrichten auslösen können. Ad-Mentions, Messages, Meetings, Statusveränderungen. Und er kann das alles einstellen. Da ist so von Sinnflut bis gar keine Benachrichtigung alles möglich. Also die meisten haben die Option Nix oder ich will einen Banner und eine E-Mail oder nur einen Banner oder ich will nur, dass in meinem Aktivitätenstrom drinsteht. Es soll bei den Benutzern in dem Unternehmen zeigen, am besten mit ein paar Beispielen, wie es wirklich sinnvoll ist, weil das ist tatsächlich der Weg, wenn man also diese Sinnflut von Nachrichten einnehmen kann. Das war die personenbezogene Konfiguration. Und dann kann ich als User noch in jeden einzelnen Channel reingehen und dort festlegen, ob und wie ich hier von diesem Channel benachrichtigt werden möchte. Dann möchte ich Ihnen an dem Ganzen noch einen weiteren Tipp geben, der unter Benutzern jetzt nicht so wahnsinnig weit verbreitet ist, nämlich einfach das: Nutzen Sie die Teams-Befehlszeile. Hier kann man sehr, sehr viele Dinge erfahren, wo man sagt, ich suche mich zu Tod und ich kriege das nicht raus. Ich zeige Ihnen einfach mal ein paar Beispiele. Also ich bin hier in meinem Teams, ich gehe in die Befehlszeile rein, um Befehle einzugeben, mache ich den Slash. Und dann gibt es nämlich gleich den ersten Activity und jetzt sage ich nur, jetzt wähle ich eine Person aus. Ich fange an, ich will den Jan Grün haben. Ich gehe davon aus, man sieht jetzt nichts Gefährliches. Jetzt bekomme ich hier alles, was ich sehen darf, was der Jan gemacht hat in der letzten Zeit in Teams mit Link, um darauf zuzumarschieren. Oder ich will wissen, wann und wo wurde ich erwähnt. Sie sehen auch schon, es gibt hier Type Ahead, also man merkt sich die zuletzt eingegebenen Befehle. Hier eine Liste von all den Dingen, bei denen ich erwähnt wurde. Oder worüber klagen Leute, auch ich will in ein bestimmtes Team gehen, aber ich finde das nicht, weil ich habe 280 Teams in meiner Liste und so weiter. Und da rumzusuchen, ist äußerst mühsam. Machen Sie Go To. Und geben Sie entweder den Namen von einem Team oder einem Channel ein. Ich gebe es den Namen von einem Channel ein. Ich muss nur die ersten paar Buchstaben. Das ist in dem Team, Adcom Training, der Webinar-Channel. Ich klicke drauf und bin sofort da. Ich will festlegen, dass ich erreichbar bin für Chats und so weiter, für Kommunikation. Ich muss das dann, das mache ich einfach slash available. Und schon ist mein Status geändert. Will ich jetzt aber nicht, währenddessen ich Webinar mache, sage ich Do not disturb und er ist schon wieder geändert. Es sind alles viele Dinge, es sind nicht viele Befehle, es sind so 15 oder 20 Stück, aber die sind wirklich extrem nützlich. Oder wenn Sie wissen, ach, wie waren denn gleich wieder die Tastaturabkürzungen hier in Teams, ja? Slash Keys kriegen Sie alles mit, ist speziell so, wie es bei mir auf dem Mac arbeitet. Eins muss man wissen, also wenn Sie es bei sich versuchen, das ist alles sprachsensibel. Also ich habe meine Sprache also auf Englisch eingestellt, aber wenn Sie Deutsch haben, ist das alles auf Deutsch. Ja? Aber das den Usern zu zeigen, dass hier viel Funktionalität, die Ihnen gerade viel Suche abnimmt, verborgen ist, kann sehr, sehr viele Anfragen im Helpdesk und so weiter unterbinden und kann auch die Akzeptanz der Leute wesentlich erhöhen. So. Nächster Blog, das Arbeiten mit Dateien in Teams ist auch etwas, da geht es einfach darum, dass die Leute sich darüber im Klaren sind. Wir haben es ja mit unterschiedlichen Systemen zu tun und je nachdem, wo ich bin, muss ich anders damit umgehen. Also erstmal so, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir haben Chat und wir haben Teams und die speichern ihre Dateien an unterschiedlichen Orten. Chat in OneDrive und Teams, es sieht hier zwar aus wie Teams, aber es ist in Wirklichkeit SharePoint. Und daran knüpfen sich ein paar Unterschiede. Also gehen wir es mal schnell durch. Teilen von Dateien, wir sind im ersten Beispiel in einem Chat, in einem Private Chat, einem 1:1-Chat. Das Tool, das verwendet wird, ist OneDrive. Wo werden die Dinge gespeichert? Bei mir in meinem OneDrive, und zwar in dem Folder Microsoft Teams Chat Files. Hier habe ich einen Screenshot davon hingetan. Und wer hat hier welche Rechte drauf? Jeder Chat-Teilnehmer ist Editor. Jeder Chat-Teilnehmer ist Editor, das kann ich auch nicht ändern. In welchem OneDrive liegt es immer bei dem User, der geteilt hat? Wenn Sie jetzt also drei Leute in einem Chat haben und jeder teilt eine Datei, wird es keinen einzigen OneDrive geben, in dem alle drei liegen,
sondern jede liegt beim anderen User, aber alle sehen sie als Teil ihres Chats, wenn sie von Teams aus darauf zugreifen. Wenn ich jetzt eine Datei über im Chat geteilt habe und denke, ach, jetzt möchte ich sie doch lieber entfernen, Sie werden feststellen, ich kann das nicht, ich kann keine Datei aus dem Chat rauslöschen. Der Trick, den man da verwendet, ist der, wenn ich eine Datei im Chat teile, wird immer eine Nachricht im Nachrichtenstrom des Chats erzeugt, dass ich die Datei geteilt habe. Und wenn ich diese Nachricht lösche, dann wird auch die dann verbundene Datei gelöscht. Große Warnung davor, in OneDrive reinzugehen und da Dateien irgendwie umzusortieren oder umzubenennen, das zerstört hundertprozentig sämtliche Links zu dem Chat hin. Gruppenchat ist das Prinzip ist exakt das gleiche, nur dass hier noch ein Name vergeben werden kann für den Gruppenchat. Jetzt sind wir beim Teamchannel. Ja? Der nutzt SharePoint als Grundlage für das Ablegen von Dateien. Hier habe ich es auch dann schon mit differenzierten Rechten zu tun, die man auch konfigurieren kann. Da gibt es Eigentümer, Mitglieder und Gäste. Ich habe eine SharePoint Library pro Team. Jeder Channel hat seinen eigenen Subfolder und ich kann die Subfolder natürlich auch mit OneDrive synchronisieren. Was ich wissen muss, wenn ich eine Datei zuerst in OneDrive hatte und ich möchte sie jetzt in einem Chat zum Beispiel und ich möchte sie jetzt teilen mit einem Team, also teilen ist nicht, ich muss sie neu aus dem Chat ins Team hochladen. Es ist dann wirklich auch eine komplett neue Instanz. Die beiden haben nichts miteinander zu tun. Dass es Umbenennen von Channels problematisch ist, habe ich schon gesagt. Und dann gibt es die Besonderheit des Private Channels. Hier ist der entscheidende Punkt der, dass die Private Channels eben nicht in derselben Library abgelegt werden, sondern in einem speziellen Site Collections. Und jetzt kommt der letzte Bereich von Tipps, der sich mit dem Thema der Einführung beschäftigt kurz. Und mit Sie sind Sie fit für die Einführung, ist wirklich gemeint das Unternehmen, das Management und die Mitarbeiter. Hier sind einfach, ich muss jetzt damit alles vorlesen, Handlungsfelder zusammengestellt, die man aus unserer Erfahrung heraus bearbeiten sollte, wenn man an die Einführung von Teams geht. Man fängt also an, zuerst mal ein paar Grundlagen zu schaffen. Hier ist in der ersten Zeile ist ganz klar das Top-Management, Unternehmensleitung gefordert, Business-Case-Diskussion, man braucht Sponsoren, man stellt natürlich ein Digital Workplace-Team zusammen, das sich um die Einführung kümmert. Man macht ein Budget, Ressourcen, definiert Milestones. Dann geht man die Use Cases, also die Dinge, die man wirklich möglichst generalisieren möchte. Im System ist wirklich alles generalisierbar sein. Man arbeitet vielleicht mit Design Thinking oder ähnlichen Methoden. Man schafft Standards, Vorlagen, denkt über Policies nach, denkt über nach, welche Skills müssen eigentlich unsere Team-Owner haben. Und dann geht es ans Enablement der Benutzer. Muss man Onboarding machen, also in die ganze Office 365 Welt, das heißt jetzt anders, oder nicht? Muss man Training machen? Oder ist nur das Teams neu? Man denkt vielleicht über Medien, Videos, Inhalte zu kommunizieren, über eine Netiquette aufzustellen, wie benimmt man sich, Öffentlichkeit, Umgangsformen. Natürlich auch einen Rückkanal aufzumachen, dass man für die Mitarbeitern auch mitbekommt, wie gefällt es ihnen eigentlich, was wir da gemacht haben und haben sie Verbesserungsvorschläge oder was funktioniert überhaupt nicht. Und dann habe ich am Ende natürlich den Support, der das Ganze unterstützen muss. Ich muss natürlich den Helpdesk enablen, dass er auf die Fragen der Benutzer eingestellt ist, die natürlich umso weniger werden, umso mehr man ihnen vorbeugend diverse Tipps gegeben hat. Vielleicht tut man auch viel ein Self-Service-Portal aufbauen, macht vielleicht ein Team für Teams, das nur dazu da ist, Fragen und Tipps rund um Teams zu kommunizieren und macht dann auch so die klassische Kommunikation über Roundtables, Floorwalking und so. Und dann gibt es eine ganz spezielle Gruppe, die man fit machen muss. Und die ist ganz, ganz wichtig. Das sind die Administratoren. Und zwar rechtzeitig, nicht erst nachdem es schon ein halbes Jahr läuft. Das sind alles Punkte, da muss der Administrator, der Teams macht, der muss nicht in all diesen Punkten topfit sein. Aber sollte ein gutes Grundverständnis haben und zumindest mit dem Azure umgehen können, da sollte es natürlich vertraut sein mit Office 365 Gruppen, weil die sind die Basis von Teams. Er sollte sich mit den Policies auskennen, sollte wissen, wie das geht, sollte natürlich mit der PowerShell umgehen können, weil gerade im Policy-Bereich wird also da einiges eigentlich nur über PowerShell definiert. Er muss mit den Tools, die standardmäßig bei Teams dabei sind, so wie Planner, Stream, OneNote,
Gen-Administration Bescheid wissen, Security Compliance und dann gibt es immer noch oder häufig eine ganz besondere Herausforderung, nämlich Unternehmen, die schon länger auf der Microsoft-Welt sind, aber im Moment noch Skype für Business, für Meetings benutzen, die Migration zu Teams ist auch nicht ganz unaufwendig, also geht, aber muss man halt einfach wissen, wie es geht und muss es tun. Dann schafft man sich ein paar Regeln in Unternehmen und damit bin ich jetzt eigentlich am Ende, ein bisschen länger gedauert. Also hier sind die Tipps, weiß nicht, ob Sie mitgezählt haben, es sind ein paar mehr geworden als 10. Es gibt auch noch eine zweite Seite. Sind sie nochmal stichpunktartig zusammengefasst. Und ich würde sagen, dass wir jetzt auf Ihre Fragen eingehen können. Alexia, gibt es Fragen? Otto, vielen Dank erstmal. Ja, es sind auf jeden Fall Fragen eingetrudelt während der Session. Die stelle ich jetzt zuerst und danach hebe ich die Stummschaltung für alle auf, für Sie zur Information. Und zwar die erste Frage, ja. Wie können Chats gelöscht werden? Chats? Genau. Also Chat-Nachrichten wahrscheinlich. Die einzelne Nachricht kann der löschen, der sie erzeugt hat. Glaube ich. Es ist immer nicht 100% sicher. Ich schaue mal schnell rein. Das würde ich auch so bestätigen, aus eigener Erfahrung. Nee. Ja, die falsche Berechtigung, man kann es nicht. Die eigene okay. Ist löschbar, genau. Die eigene, ja. Genau, ja, genau. Das Gebiet. Gut, dann die nächste. Ja. Ich bin fertig. Okay, dann die nächste Frage. Frage. Wie wird der Datenschutz sichergestellt? Beim Chatten über Unternehmensgrenzen hinaus, sind alle E-Mail-Adressen beim Start für andere Unternehmen sichtbar? Ja. Also das ist die Frage, da müssen wir jetzt wirklich tiefer reingehen. Also man kann hier sehr, sehr viel machen. Also man kann zum Beispiel durchaus auch erzeugen, dass bestimmte Begriffe nicht verwendet werden können. Also das ist wirklich ein komplett eigenes Thema, als wo man eigentlich ein eigenes Webinar dazu machen könnte. Also es gibt hier Möglichkeiten, hier Dinge zu machen, aber das jetzt hier im Detail einzusteigen, das sprengt jetzt den Rahmen, glaube ich, von der Session. Okay. Und die letzte Frage hier aus dem Fragenkatalog. Wo werden die Daten gespeichert, die MS-Teams erzeugt? Stichwort DSGVO. Behauptet Microsoft, also in Europa, in europäischen Rechenzentren. Ich denke auch, dass das stimmt. Da übrigens als Tipp, wir haben in übernächste Woche nochmal zwei Webinare, die der Bernd Fellgut hält. Da geht es genau darum und er wird das im Detail darstellen. Genau, der 25. und 27. Mai für Sie alle. Genau. Sie können sich auf unserer Webseite anmelden. Und ich würde jetzt die Stummschaltung für alle aufheben, bitte Ihr Mikrofon zu aktivieren. Ich habe auch noch drei Fragen. Okay. Ich habe eine drei Fragen, ja. Die per Mail gekommen sind. Ja. Die erste lautet, wie kann ich einen Gast in ein Meeting einladen, wenn er keine Microsoft Teams Installation hat und auch nicht will und auch kein Konto besitzt? Also, ich kann jeden einladen, der ein Microsoft Konto besitzt. Teams muss er nicht installiert haben, halt dann Skype oder was auch immer, aber jemand ohne Microsoft Konto kann ich nicht in einen Chat einladen. Aber ich kann ihn in einen Team einladen. In ein Team kann ich, das ist eine kleine Prozedur mit Opt-in und so weiter, kann ich externe Benutzer hinzufügen und das ist natürlich nicht geeignete Variante für, sage ich mal, ein Ad-Hoc-Meeting mit irgendwelchen externen Leuten. Aber wenn ich weiß, es gibt welche, auch Kunden oder so zum Beispiel oder Partner, mit denen ich regelmäßig kommuniziere und die haben von sich als erst einmal das Ganze nicht, die kann ich als externe User hinzufügen. Das kostet auch keine Lizenz. Und die können im Team mitmachen und können dann eben auch in die Team-Meetings mit eingeladen werden. Beim Chat, ich kann jeden, der eine Microsoft-Lizenz weltweit hat, ohne irgendwas jederzeit anchatten, aber er braucht diese Lizenz. Dann die zweite Frage war, jemand hat mehrere
Microsoft-Konten und jedes Konto ist mit einem Team verbunden, also wie man die zusammenführen kann. Sagst Boden, wie es ist, Copy und Paste. Also gibt keine Möglichkeit, dann Merge zu machen. Dann die dritte Frage. Es gibt ja in anderen Tools, wie zum Beispiel mit Zoom, die Möglichkeit, also moderierte Meetings zu machen, wie es da effektiv und ohne Probleme, wie es da mit Teams ausschaut. Ich würde mir vermuten, das steht wahrscheinlich im Hintergrund die Frage, wieso wir jetzt dieses Webinar eigentlich nicht mit Teams gemacht haben, ob wir was haben. Die Frage kann ich gut beantworten. Also man kann Teams jederzeit dafür hernehmen, spricht gar nichts dagegen. Es gibt zum Beispiel Trainingsanbieter, die machen also komplette virtuelle Trainings mit Teams, indem sie dann einfach ein Team für jedes Training anlegen und dann die Leute als externen User dazu einladen. Warum wir verwenden Teams intern exzessiv, wir machen also alle Online-Meetings mit Teams und auch mit Kunden und auch in Projekten. Wir verwenden nur bei Webinaren GoToMeeting, weil es einfach GoToMeeting oder GoToWebinar bietet einige Management-Funktionalitäten, wie zum Beispiel das Anmelden und das mit den Panelisten und Moderatoren und Co-Moderatoren etc. Das ganze Mail-Benachrichtigungswesen, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Umfragen zu machen. Das kann ich zwar mit gewissem Aufwand in Teams auch alles realisieren, aber in GoToMeeting ist es einfach fertig und funktioniert. Das ist der einzige Grund, warum wir das derzeit noch mit GoToWebinar machen. Also man kann Desktop sharen, das kann man alles wunderbar machen. Das funktioniert genauso gut, wie Sie es jetzt auch hier im GoToWebinar gesehen haben. Das waren jetzt die drei Fragen, die mir vorgelegen haben. Danke dir, Otto. Und jetzt bitte ich Sie, Ihr Mikrofon zu aktivieren, wenn Sie weitere Fragen haben. Eine Frage hätte ich. Hallo, Jürgen Lösche hier. Kann ich aus Teams heraus auch eine Telefonnummer anwählen oder geht es nur über einen Audioanruf? Nein, Sie können auch, das habe ich jetzt unterschlagen, weil das ist ein ganz eigenes Thema. Wenn Sie in die Teams UI schauen, sehen Sie hier rechts den Bereich Calls. Sie können, also Microsoft ist mittlerweile auch Telefonanbieter. Sie können Ihr gesamte Telefon Aufkommen von Ihrem Unternehmen über Teams abwickeln. Und Sie können die Leute über Teams mit Ihrer Telefonnummer erreichen. Ja, das setzen Sie dann entsprechend, es ist eine etwas andere Lizenz, die kostet ein bisschen mehr, aber es ist möglich. Ja. Okay, danke. Axel Behnke hier. Ich hatte vorhin die Frage gestellt wegen des Löschens der Chats. Mir ging es eher darum, den gesamten Chatverlauf zu löschen, also sprich, ich lösche den bei mir und er ist dann weg, weil ich zum Beispiel sage, das ist nicht mehr relevant oder da steht was drin, was vielleicht nicht mehr gesehen werden soll. Das war die Frage. Ja, nein, ist nicht vorgesehen. Okay. Das sehen wir hier, ich bin hier, oder jetzt gehe ich mal schnell in einen, den ich initiiert habe. Nein, ist nicht. Okay. Leider. Kein Problem. Fällt ja auch ein bisschen unter das, was ich gesagt habe, dass bei Chats es mit der Administrierbarkeit nicht sonderlich weit her ist. Gibt es weitere Fragen? Gut, wenn nicht, dann würde ich noch eines anfügen. Das ist jetzt der Werbeblock. Es ist nicht so, dass wir zu diesen Themen also nicht nur Webinare machen, sondern sie wirklich in all diesen Fragen, Facetten, die ja angesprochen sind, bei der Einführung von Teams Office 365 im Projekt unterstützen können und auch unsere Erfahrung einbringen können. Sehr schön, danke dir, Otto. Ich übernehme jetzt mal schnell nochmal den Bildschirm. Und zwar ja, möchte ich Ihnen so nochmal, wir haben Sie schon bereits darauf aufmerksam gemacht, wir haben zwei Termine mit dem Herrn Fellgut und einmal am 25. Mai, einmal am 27. Mai zu den datenschutzrechtlichen Aspekten und Sie können sich jederzeit auf unserer Webseite dazu anmelden und in dem Sinne danke für alle, die bis jetzt auch anwesend waren. Wir stellen dieses Video auch dann
auf unserer Webseite zur Verfügung. Das können Sie sich dann auch im Nachgang nochmal anschauen. Gut, ja, auch herzlichen Dank von meiner Seite und einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag. Danke, ebenso. Danke. Tschüss. Ciao. Danke. Dankeschön. Euch auch, euch auch allen einen schönen Tag. Ja auch.